Also die Leute im Ort wissen es und wissen es auch, wer es war. Das ist so spannend für mich. Ich beschütze die, also ich darf den Namen nicht sagen, ja, oder ich darf auch nicht sagen, der und der war's. Ja, aber die Leute wissen es, ja. Also es gibt so diese Gerechtigkeit, so wenn man so nennen wollen, gibt es. Aber als Opfer darfst du nicht sagen, wenn du es nicht beweisen kannst. Also es ging um Missbrauch, als du Kind warst, ein kleines Mädchen warst. Und das hat zu einem irre schweren Leben für dich geführt, ja. Dass du, so habe ich das verstanden, dass du wie so ein emotionsloser Zombie, funktioneller Zombie, durch dein Leben irgendwie auf den Zombie-Schienen gerollt bist und einfach gar nicht mehr empfinden konntest, fühlen konntest und einfach nur noch funktionell warst und so einer Idee gefolgt bist, was eine gute Frau ist, was eine hervorragende Mutter ist. Und vor diesem Hintergrund hast du also alles gemacht, was du für richtig gehalten hast. Aber du bist dabei auf der Strecke geblieben. Viele Leute haben irgendwelche Traumata, die sie mit sich herumtragen. Du hast also eins der schlimmsten erlebt, aber es geht ja da nicht darum, dass man in irgendeinem Wettbewerb steht, wer hat das Schlimmste in seiner Kindheit erlebt, sondern es geht darum, wie wir heute trotzdem noch irgendwie glücklich werden können. Trotzdem, dass alles passiert ist und umso mehr in dieser Extremzeit, in der wir jetzt leben, wo also alles täglich, wöchentlich, ja, unser letztes Interview ist 8 Monate her, wo alles immer wahnsinniger wird, ja. Mhm. Und deswegen ist das wirklich wichtig, dass wir jetzt nochmal darüber sprechen, wie wir glücklich werden. Du hast also gesagt, wir haben Angst vor dem Leben, denn niemand zeigt uns richtig, wie man lebt. Das ist schon so dieses, also diese 8 Monate haben ja bei mir sehr viel passiert in dieser Zeit, sehr viel Veränderung. Und auch sehr viel innerer Wandel wieder. Ich bin auch im hormonellen Wechsel jetzt angekommen. Also auch bei mir ist rundherum innen- und äußerlicher Wechsel. Und dieses, wir haben das nie gelernt, weil es die Generationen vor uns nie konnten. Und ich glaube, ich bin mittlerweile überzeugt, dass niemand weiß, wie das Leben hier wirklich funktioniert. Weil wir wissen es einfach nicht. Wir kommen hier auf die Erde als spirituelle Wesen, ja. Wir wollen das auch wieder sein. Wir wollen uns auch daran wieder erinnern. Das ist ja auch ein großer Teil unserer Aufgabe hier, uns wieder zu erinnern, wer wir sind, dass wir aus der Liebe kommen und dass wir die Liebe sind. Ja, aber unsere Hauptaufgabe ist es, Mensch zu sein. Und das ist einfach so, wie ich das beobachte, schon seit xx Generationen, wird nur auf Überleben getrimmt. Ja, die Kriegszeit, das Ganze, was in anderen Generationen erlebt haben, ja auch meine Großeltern und meine Eltern zum Teil noch, meine Eltern sind Nachkriegskinder, da war nicht viel mit, wie werde ich glücklich. Da war der Fokus ein ganz, ganz anderer. Ja, wir sind ja jetzt eigentlich in dieser gelobten Situation, uns darüber Gedanken zu machen, wie leben wir glücklich, ja, wie leben wir authentisch, ja. Und das spiegelt uns die Erde ja auch wieder, dass der ganze alte Mist jetzt hochkommt von Mutter Erde, ja, mit dem ganzen Unwetter, mit den ganzen Unwetterkatastrophen, die wir haben, den Kriegen auf dieser Erde, mit den Menschen, die ja sehr gefrustet sind, sehr unglücklich sind, so wie ich sie wahrnehme, auch die Energie wahrnehme, sehr wütend sind, ja, sehr, sehr viel Wut in den Menschen ist. Und das zeigt uns die Erde auch, dass es jetzt einfach auch dran ist, zu schauen, okay, wie leben wir wirklich? Wie kann jeder für sich wirklich glücklich leben? Und diese Antwort gibt's da draußen nicht. Es weiß niemand, wie das Leben funktioniert hier. Jeder darf in sich selber hineinspüren. Was bedeutet für mich Leben? Was bedeutet das für dich hier zu leben? Was bedeutet für dich Glück? Was bedeutet für mich Glück? Ja. Ja, okay. Also für all die jetzt vielleicht neu hier zuschauen, also geht ja bei hier auf dem Kanal dreht sich vieles um Nahtoderfahrungen. Mhm. Menschen, die gestorben sind, die zurückgekommen sind durch Wiederbelebungsmaßnahmen unterschiedlichster Art, wundersame Geschichten. Und also viele von diesen Rückkehrern, wie ich sie nenne, die reden von dem kommenden Weltenwandel. Und mittlerweile glaube ich das also wirklich, dass wir da wahrscheinlich voll mittendrin stecken, ja. Es ist einfach wirklich nicht mehr zu leugnen, dass alles kopfüber steht und dass sich alles kolossal ändert aktuell. Und da hat mir also eine Freundin, hatte ich im Vorgespräch dir gegenüber schon erwähnt, die hat mich also darauf aufmerksam gemacht, dass wir Menschen, wenn wir diesen Bewusstseinswandel, der mit diesem Weltenwandel einhergeht, wenn wir diesen vollziehen müssen, dann müssen wir uns also unseren alten Erfahrungen stellen. Wir müssen diesen alten Traumata trotz der Angst, die uns ergriffen hat, den müssen wir ins Gesicht blicken und dadurch also diesen Bewusstseinswandel in uns irgendwie vollziehen.
Und das passt also sehr, sehr gut zu dem, was du vor gar nicht allzu langer Zeit erlebt hast. Das ist ja wirklich erst 2, 3, 4 Jahre her. 2 Jahre werden es heuer, ja. Ja, also dass die alte Michaela von der neuen, glücklichen, strahlenden Michaela also auch abgelöst wurde, der traurige Mensch dem glücklichen Mensch Platz machen durfte. Und du hast dort also auch für dich verstanden, dass es sehr, sehr wichtig war, das Alte loszulassen. Ja, und wir können das Alte nur loslassen, wenn wir uns das Alte auch ansehen. Ja, wir haben alle unsere Traumata. Ja, wir sind alle mehr oder weniger vom Leben gebrochen worden. Ja, Menschen haben uns gebrochen. Menschen haben uns sehr verletzt. Ja, das hat jeder von uns. Jeder hat schlimme Dinge erlebt. Ja, und es geht aber darum, dass wir aufhören, diese Dinge auch zu verleugnen, zu verdrängen. Wie niemand möchte das so gern fühlen, ja, so das ist so wie so ein Kochtopf, dass du so eingesperrt ist. Und um eben weiter zu funktionieren, verdrängen wir immer wieder weiter diese Gefühle in diesen Kochtopf, machen den Deckel zu, diesen Druckdeckel da, ja. Und so fühlt sich diese Erde für mich im Moment auch immer mehr an, ja. Der Kochtopf ist voll mit verdrängten Gefühlen, mit dem ganzen Trauma aus der Erde, die wir in uns haben. Und jetzt geht's für mich geht's in diesem Wandel, ja, und wir sind absolut mittendrin. Absolut. Ja. Da geht's eigentlich so ein großes Ausmisten, ja. Auch ja. Zu schauen, okay, was zeigt uns die Erde jetzt? Ja, zum Beispiel diese Kriege, die stattfinden, ja. Welchen Krieg führe ich mit mir? Und wir führen alle Krieg mit uns selber. Also ich kenne nicht so viele Leute, die keinen Krieg mit sich selber führen. Ja, wir sind im Krieg mit unserer Figur allein, mit unserem Aussehen allein, mit unserer Vergangenheit. Ja, auch ich war ganz, ganz lange im Krieg mit meiner Vergangenheit. Ja, auch körperlich warst du mit dir selbst im Krieg, ja. Erinnere ich mich. Mhm. Also ja. Dann nochmal als Hinweis für die, die es noch nicht wissen. Es gibt also ein erstes Interview, das auch ausführlich darauf eingegangen ist, um die Nahtoderfahrung, wo du auch auf deine Essstörung hingewiesen hast und all das, was damit einherging. Also ich blende das jetzt hier oben ein, so dass man darauf klicken kann, wenn man sich das im Anschluss auch nochmal ansehen will. War also ein sehr langes Interview. Und ja, wir hatten damals auch darüber gesprochen, dass eben das Alte losgelassen werden muss und dass du das also über die vielen Jahrzehnte im Grunde immer wieder unterdrückt hast. Ja. Immer so in den Keller runter, ein Zahlenschloss davor, ja. und noch extra Schlösser, ja, dagegen genagelt. Ja, ja. Und das ganze Thema ist, dass wir wollen Veränderung, ja. Die Menschen wollen sich verändern. Die Menschen wollen eine bessere Welt, ja. Sie wissen aber nicht, wo anfangen und wie anfangen, weil ich kenne das auch von mir, diese Angst davor, wenn man dieses Schloss dann aufmacht, ja, diesen Zahlencode dann einstellt und das Schloss öffnet, dass das, was da dahinter ist, ja, so groß geworden ist. Und das konnte aber nur so groß werden, weil wir es so lange verdrängt haben. So wie ich hatte es ja auch so lange verdrängt, bis mir in diesen 7, 5 Tagen Krankenhaus mir das sehr schmerzlich bewusst wurde. Und das waren unfassbare Schmerzen in mir. Ja, dieses, was war da wirklich geschehen? Und das war dein Leben bis jetzt. Das war dein Kampf bis jetzt. Das war damals 47. Das war furchtbar, ja, das Schloss aufzumachen, ne, und zu schauen, was ist denn da dahinter wirklich, ja. Kannst du vielleicht doch nochmal ganz kurz zusammenfassen, die Situation, die war und wann das gekippt ist und wie das gekippt ist? Und wer dann tiefer interessiert ist, sieht sich eben unser erstes Interview an. Also ich wäre beinahe gestorben an einer Eiseninfusion und bin dann mit Rettung, bis ganz knapp vor dem Tod schon war, was mir hinterher dann erst bewusst wurde, ja, dass es wirklich schon so schlecht um mich stand, weil ich habe es in dieser Situation nicht so empfunden, konnte ich eintauchen in diesen Frieden auf dem Weg ins Krankenhaus. Und ich hatte vorher höllische Schmerzen. Mir ging es wirklich körperlich sehr, sehr, sehr schlecht. Und es war so ein gewissen Wegabschnitt, den werde ich nicht vergessen. Ich fahre den sehr oft diesen Weg, wo diese Stelle war, wo ich plötzlich keine Schmerzen mehr hatte. Ich war plötzlich schmerzlos und es war einfach nur mehr schön. Es war dieser Frieden. Ich habe meine Kinder gedacht. Ich habe 4 Kinder. Es war nichts mehr da, außer dieser unfassbare Frieden und diese keine Schmerzen mehr zu haben.
Und ich wurde dann eher unsanft. Ich habe das immer so am Rande mitbekommen, dann war ich wieder mehr da. Also ich bin nicht ausgetreten aus meinem Körper, aber es war dieser Frieden, diese Liebe, die ich da gespürt habe, die wollte ich nicht mehr hergeben. Ich wollte nicht mehr zurück. Ich wollte immer tiefer eintauchen in diesen Frieden und wurde von den Rettungsfahrern und vom Krankenhauspersonal nicht gelassen. Also die ließen mich nicht in Ruhe, was ich bis heute nicht, hin und wieder nicht verstehen kann. Ja. Und ich wurde dann eher unsanft durch eine Nadel in mein Handgelenk zurückgeholt von einem Arzt, wo ich dann aufgeschrien habe. Und wo dann dieser ärztliche, wo ich dann wieder alles bewusst mitbekommen habe, dieses Chaos, ja, auch in dieser Corona-Zeit, ne, was da so war im Krankenhaus. Und dann so, war dann auf der Isolierstation, 5 Tage lang ohne Besuch, nur vermummtes Krankenhauspersonal, ne, in dieser Zeit. Und da, glaube ich, es war so der zweite Tag, wo ich dann, wo es ein bisschen, man besser war, ist jetzt übertrieben, aber wo ich ein bisschen wieder mehr bei mir war, wo ich dann in dieses Ding, warum hat man mich nicht sterben lassen? Ja, warum musste ich zurückkommen? Ich will zurück in diesen Frieden. Und ich war unglaublich wütend. Also diese Wut in mir war unfassbar groß. Ich war so wütend auf die Ärzte. Ich war so wütend auf Gott, aufs Universum. Was soll dieser Mist hier? Ja, jetzt hätte ich die Chance gehabt. Ich habe mir mein Leben lang nichts anderes gewünscht, wie diesen inneren Frieden zu fühlen in mir. Und den hatte ich da und den hat man mir wieder genommen. So habe ich es damals wahrgenommen. Ja. Und dann habe ich mal, ich bin so doch eine Kämpfernatur in mir. Also wenn ich etwas mache, mache ich es 100%. Das kam mir dann auch wieder zugute, weil ich dann so wütend wurde und ich dann wirklich da geschrien habe ins Universum, in mir. Ja, wenn ich schon nicht sterben darf, dann will ich leben, verdammt nochmal. Ne? Aber ich weiß ja nicht, wie es geht. Ich wusste damals nicht, wie es geht. Ich habe auch heute nicht wirklich einen Plan, wie man lebt. Ist auch gut so. Ja. Ja, ja. Aber ich habe damals eben nur, gut, na, wenn ich das nicht darf, dann will ich leben. Ja. Und dann ging so dieser Weg, wo es mir dann wirklich schmerzlich bewusst wurde, gut, wo es mir klar wurde, wenn ich leben möchte, muss ich mir das anschauen, was vorher war. Ja. Ich kann nicht in ein neues Leben gehen, wenn ich diesen Rucksack in mir habe. Das ist ja jedes Trauma, jedes Ding ist in unseren Zellen ja verankert, ja. Und es bleibt ja auch, egal wie lange es her war. Bei mir war dieser sexuelle Missbrauch, ist auch mittlerweile 30 Jahre her, aber der ist ja in meinen Zellen gewesen. Dieses missbrauchte, vergewaltigte Kind, dieses war ja in meinen Zellen, ja, diese Traurigkeit, diese Hilflosigkeit, dieser unfassbare Hass auf mich selber, diese Überforderung im Leben, ja, das war ja in mir. Und solange das in mir war damals, das war mir bewusst, kann ich nicht in ein neues Leben gehen. Und das war so für mich der Schlüssel, dann zu schauen, okay, dann misste ich eben aus. Ja, dann muss ich durch diese Dunkelheit, sage ich jetzt mal, müssen wir alle durch. Und das ist dieser Wandel, der gerade auf dieser Erde auch stattfindet. Ich habe den damals begonnen, vor 3 Jahren, durch meine eigene Dunkelheit, wieder gefühlt zum 100. Mal durchzugehen. Das ist ja nicht das erste Mal gewesen. Aber ich habe gespürt, es ist anders diesmal. Ja, dieses Durchgehen durch die Dunkelheit, das steht uns allen bevor und es kommt niemand aus. Das Universum lässt niemanden aus. Das darf uns auch sehr wohlbewusst sein. Wir müssen unsere eigene Dunkelheit vor allem ansehen. Ja, denn diese Gefühle von Hass, und ich sage wirklich bewusst Hass, weil wir uns das alle nicht, also sehr, sehr viele nicht erlauben, zu hassen oder wütend zu sein. All diese tiefen Gefühle, die wir ja als spirituelle Wesen ja nicht fühlen wollen. Ja, wir wollen ja gute Menschen sein, wir wollen ja etwas beitragen zur Gesellschaft, wir wollen ja gute Eltern sein, ja. Wir werden ja auch so erzogen, ja. Gut, gut, brav, lieb. Wir wollen das nicht sein, aber wir müssen uns die andere Seite ansehen, dass auch Traumata, schlimme Erlebnisse uns wütend machen. Und auch zum Teil, ich habe so viel gehasst für 5 Leben in meinem Leben. Und den durfte ich mir bewusst werden. Und das ist so dieser Wandel, wenn man dieses Schloss aufmacht, kommt das hoch. Ja, und es ist viel. Und ja, es ist groß. Ja, aber niemals zu groß für uns. Und das darf uns wirklich allen bewusst sein. Alles, was wir verdrängen in uns, mag viel sein. Aber es ist niemals zu viel. Ja, das ist erstaunlich. Das letzte Interview, das ich geführt hatte, jetzt vor unserem,
Das war mit Ingrid Bachor. Und sie hatte auch eine ganz fantastische Geschichte und erwähnte den Hass genau wie du. Und wo sie, also sie hatte da mehrere dieser Erfahrungen, eine NTE und eine mystische Erfahrung hinterher und war schwerst an Krebs erkrankt. Man gab ihr noch 3-4 Tage zum Leben. Und dann hatte sie diese mystische Erfahrung, wo sie genau wie du, wo sie diesen zum ersten Mal diesen abgrundtiefen Hass auf ihre Mutter gefühlt hat. Ja, die ihre Kindheit da irgendwie dominiert hat und wo sie gelernt hat, diesen Hass loszulassen. Und dann hat sie diese Wunderheilung erlebt. Mhm. Kannst du dir das vorstellen? Ja, absolut. Absolut. Das ist das Wunder der Vergebung. Das Wunder der Vergebung. Ja. Und das Wunder der Vergebung der Liebe, so wie wir es als Menschensicht auch kennen, ja, hat diese spirituelle Liebe ist eine ganz andere, wie wir als Menschen haben, ja. Aber das kann nur geschehen, wenn wir uns diese andere Seite, wenn wir die Dunkelheit in uns erkennen. Und diese Dunkelheit haben wir alle in uns. Jeder kann hassen, jeder kann jemand anderen genauso etwas Schlimmes antun, wie mir zum Beispiel angetan wurde oder wenn jemanden tötet, ja. Wir können alle in Situationen kommen, wo wir das genauso tun müssen, ja, und wir werden es tun, ja. Davon bin ich überzeugt. Wenn mein Kind bedroht wird zum Beispiel, werde ich da nicht daneben stehen und sagen, ach ja, mach nur, ne? Also, das bin ich die Erste, die. Und das dürfen wir uns bewusst werden, wir sind alles. Wir können alles sein, wir müssen es aber nicht, ja. Dass wir diese Seiten in uns haben und wenn wir auf die Generationen zurückgehen, unsere Ahnen das alles auch weitervererbt haben. Ja, also wenn wir 7 Generationen in der Ahnenheilung zurückgehen, ja, da gibt es Mörder in unserer Linie, da gibt es Vergewaltige in unserer Linie, da gibt es Kriegsschänder, da ist alles. Ja, in 7 Generationen, die haben schon was erlebt. Ja, und wir haben ja auch nicht unser erstes Leben hier, das haben wir auch in uns, ja. Und diese Seite dürfen wir anerkennen. Ja, darum ist es ganz, ganz wichtig, diesen Hass zuzulassen. Und auch diesen Hass auf die Menschheit vielleicht generell zuzulassen. Ja, die Menschen sind nicht nur lieb und nett. Ja, aber wir sind Menschen. Und das gehört zum Menschsein dazu. Und da, ja. Dann kann dieser Wandel beginnen. Ja, von, okay, ich bin alles. Ich kann alles sein. Ja, aber ich kann wählen, was ich möchte. Und das ist für mich mittlerweile ein wahres Bewusstsein, das zu erkennen, ja. Ich kann böse sein in diesem Leben, ich kann zum Beispiel schwarze Magie anwenden, ja, könnte ich alles machen, aber ich möchte es nicht. Ich wähle bewusst meinen Weg. Aber das ist die Bewusstwerdung, nicht? Ja. Die Bewusstwerdung deines Weges, den du jetzt gehen willst, und die Bewusstwerdung des Schmerzes, den du hattest, und der daraus resultierende Hass, den du dann also wirklich wahrgenommen hast und für dich auch betrachtet hast. Du hast letztes Mal gesagt, aus den Tiefen des Schmerzes nehmen wir am meisten mit. Ja. Ja, wir lernen uns am meisten kennen im Schmerz. Denn wenn wir durch unsere eigene persönliche Hölle gehen, ja, kann uns nichts mehr anhaben auf dieser Erde. Wenn wir uns erlauben, uns wirklich zu fühlen, diesen Hass in uns zu fühlen, diese Wut in uns zu fühlen, und wenn wir erkennen, dass wir alles sind, ja, dann kann uns nichts mehr anhaben auf dieser Welt, dann kann uns niemand mehr etwas tun, ja. Und das gibt einem, weil irgendwann kommt so dann die Vergebung eben um die Ecke, nachdem man die Wut da, dann, weil dieser innere Frieden ist das Ziel, ja. Also für mich war dieser innere Frieden danach dieses Ziel und ist es noch immer. Aber es ist nicht, der Weg dahin ist ja das, was mich wachsen lässt, das, was mich eintauchen lässt in mich selber. Und also ich komme jeden Tag gestärkter aus diesem Weg heraus. Aus meiner Dunkelheit bin ich so, bekommt immer so wie dieser Phönix aus der Asche, ja. So kommt man wirklich auch raus, so nehme ich es auch wahr für mich, wenn wir uns erlauben, durchzugehen. Durch unsere eigene Dunkelheit. Ja, du hattest auch angedeutet, dass aus dieser Erfahrung, dieser mystischen Erfahrung, wo du diese extrem tiefe Introspektion dann auch im Nachhinein hattest, im Krankenhaus, tagelang mit dir selbst alleine, Isolierstation, also wie im Film im Grunde, ja? Ja, so, und ja, wirklich, wie in so einem ganz gruseligen Film, ja, und dann, ja, wenn es gar keinen Ausweg mehr gibt, dann geht's nur noch nach innen, nehme ich an, ja? Und dort bist du gewesen und hast dort nachgesehen. Und ich glaube, das ist das, wovor wir
im Grunde normalerweise zurückscheuen, ja, dort reinzugehen, wo wir diese schwere Kellertür nicht aufmachen wollen, um da reinzugucken. Keiner von uns, ja. Also keiner von uns. Und du hast mir aber dann auch gesagt, dass dir hinterher klar wurde, dass du jetzt vor dem großen Bild deines Lebens, du als Seele, du wolltest diese Erfahrung machen, du wolltest dieses abgelehnt sein und vor allen Dingen auch dieses getrennt sein erleben. Das ist schwer vorstellbar, aber wenn du das selbst sagst, die diesen Missbrauch erlebt hat, vor allen Dingen als Kind auch, was vielleicht manchmal sogar noch extra schwer vorstellbar ist, ein kleines Mädchen dann, du wolltest solch eine Erfahrung machen, sagst du? Wir kommen eben aus der spirituellen Welt alle mit einem Plan. Also das ist jetzt meine Sicht der Dinge, so wie ich es für mich erlebt habe und auch in meinen Rückführungen, meinen persönlichen Rückführungen erlebt habe. Wir kommen mit einem gewissen Plan auf die Welt, ja? Unsere Seele möchte hier auf die Erde. Wir wollen uns hier erleben, wir wollen erfahren und wir wollen auch wachsen. Und somit brauchen wir eine Aufgabe. Entschuldigung, wir brauchen hier eine Aufgabe, ja? Und auf der anderen Seite ist eben dieser ewige Frieden und diese ewige Liebe, ja. Und ich sage immer, uns ist da drüben furchtbar fad. Es ist so langweilig auf Dauer, immer in diesem Frieden zu sein. Und wir wollen Erfahrungen machen. Und jeder kommt mit einem gewissen Plan auf die Erde, was er in diesem Leben erfahren möchte. Und für mich war es ganz klar, diese Erfahrung von abgelehnt zu werden, diese Erfahrung von dieser Trennung und auch diese Erfahrung fallen gelassen zu werden in diesem Leben von meiner Mutter, ja, die mich wirklich fallen gelassen hat und was sich auch durch mein ganzes Leben dann auch so gezogen hat, dass mich immer wieder Menschen fallen gelassen haben. Und das war so dieses Plan, dieses, ich wollte das erfahren. Und um diesen Plan zu erfüllen, suchen wir uns auf der anderen Seite Menschen, Seelen aus, die uns dabei unterstützen. Und die anderen Seelen stellen sich dann zur Verfügung und sagen, ja, passt, ich bin da, denn ich möchte in diesem Leben die Tätererfahrung zum Beispiel machen. Ja? Ich stelle mich dir als Täter zur Verfügung. Und ich weiß, es ist unfassbar schwer vorstellbar, dass es so sein könnte. Und das ist auch ab einem gewissen Grad des Erkenntniswerdens, durch den eigenen Schmerz zu gehen, auch erst möglich. Ja, also ganz, ganz wichtig, wenn jemand ein frisches Trauma hat, kannst du damit dem nicht um die Ecke kommen, weil das ist absolut falsch, ja. Also auch bei mir hat das sehr, sehr lange gedauert, bis ich wirklich meinen Hass wirklich, sagen wir mal so 80% bearbeitet und gefühlt hatte, das auch zuzulassen. Vielleicht hat es doch einen Sinn gehabt, das Ganze, ja. Vielleicht steht da mehr, ist da mehr dahinter, als wie nur dieser Schmerz und dieser Kampf. Und das hat mir dann ab diesem Zeitpunkt auch geholfen, weiter zu heilen, es so zu erfahren und zu sehen für mich, ja, dass ich in diesem Leben diese Erfahrung machen wollte als Mensch, um meine Aufgabe hier zu erfüllen und auch um in diesen Prozess dann zu gehen, des Bewusstwerdens, wo ich jetzt heute bin, ja. Ich wäre diese Frau nicht ohne diese Erfahrung. Und ich bin heute dankbar dafür. Ich bin mir dankbar dafür, dass ich da durchgegangen bin, dass ich überlebt habe, dass ich auch vergeben konnte. Und Vergebung ist ein Prozess. Also meine Mutter hätte gestern ihren Geburtstag gehabt und ich bin gestern durch einen tiefen Vergebungsprozess mit ihr noch einmal gegangen. Ja, und wird vielleicht nicht der letzte sein, mit dem ich durch sie durchgehen darf, ja, oder mit ihr durchgehen darf, mit ihrer Seele. Also das Leben ist ein Prozess, ja. Und Vergebung ist ein Prozess. Aber ich bin heute dankbar dafür, weil ich es mir bewusst ansehen kann und weil ich das so weit geheilt habe, dass ich das auch mit diesem Abstand sehen kann. Ja, jetzt weiß ich von dir, also das, was du eben gesagt hast. Ich weiß aber auch, dass die Frau aus Fleisch und Blut, dass da gleichzeitig neben dem, was du gesagt hast, immer noch Vorbehalte, negative Gefühle dem Täter gegenüber, ja, der dir also immer noch bekannt ist und mit all dem, was dazugehört. Wie ist das? Das ist der Mensch in uns, ja. Und das dürfen wir lernen. Ich habe die eine Seite der
der Vergebung und des Sehens aus diesem Grund ist das geschehen. Ja, so zwei Pole, kann man so sagen. Ja. Diese spirituelle Seite, wo ich weiß, es ist alles gut. Ja, es ist alles eine Erfahrung. Es ist alles heilbar für, als Seele sieht man das ganz anders. Ja, das ist alles eine Erfahrung hier und die habe ich gemacht. Das ist okay so. Aber auf der anderen Seite bin ich eben Mensch. Ja, und ja, ich verurteile. Ja. Das heißt nicht, dass ich, wenn ich meinen Tätern vergeben habe, heißt es nicht, dass ich sie jetzt, wenn ich sie sehe, jetzt umarmen werde, ja, oder mit ihnen in Kontakt treten möchte oder mit ihnen Spaß haben oder lachen könnte. Ich verurteile, ich heiße das nicht gut, ja, was sie getan haben. Ich heiße auch das Verhalten meiner Mutter nicht gut, ja, und ich habe sie gestern auch verurteilt, ja. Ich bin im Garten gesessen und habe sie verurteilt, ja. Ich habe gesagt, eine Mutter, du warst eigentlich eine ziemlich, ziemlich miese Mauer, ne? Also, das war nicht okay, was da gelaufen ist. Und wir dürfen uns erlauben, dass wir Menschen sind. Und wir müssen uns erlauben, dass wir Menschen sind, die verurteilen. Die andere verurteilen, die andere bewerten, ja. Dass wir uns selber bewerten, wir uns selber verurteilen. Und das ist dieses Geheimnis, für mich Geheimnis Menschsein. Diesen tiefen Gefühle zu fühlen und dass wir uns erlauben, dass wir die alle in uns haben. Aber niemand will sie zeigen, niemand will sie im anderen sehen, weil wir uns dann ja selber in den Spiegel schauen. Ne? Wenn wir den Hass der anderen Menschen sehen, sind wir auch zurückgeworfen auf unseren eigenen Hass. Und solange wir wegsehen vor unserem eigenen Dunkelheit, wird uns dieser Wandel noch ganz schön durchschütteln. Ja, das wird auf jeden Fall so sein, dass uns das noch durchschüttelt und dass das noch extremer wird, habe ich das Gefühl. Und das denken alle, mit denen ich rede. Du siehst also diese Zweiseitigkeit zwischen der seelischen Ebene, wahrscheinlich der Ebene, die wir wirklich sind, jenseits des Körpers, die weiter besteht, wenn der Körper mal nicht mehr ist, ist unser Sein und unsere Existenz, also überhaupt nicht beendet, ja. Aber andererseits ist eben auch die Erfahrung als Mensch im Fleisch, ja, inkarniert, die ist trotzdem jetzt fühlsam. Wir erleben das also tagtäglich. Ja. Und du sagtest auch, ja, du hast aus dem Selbsthass und aus der Ablehnung heraus, also erstmal hast du den Sinn darin erkannt, in Selbsthass und in Ablehnung. Und dann sagtest du auch, dass du daraus deine eigentliche Aufgabe jetzt im Leben für dich erkannt hast. Ja, es war so, meine Hauptaufgabe war, in diese Liebe zurückzufinden, ja, auch in meiner Ahnenlinie das zu unterbrechen, diesen Hass zu unterbrechen, so dieses Aussteigen. Also einer wird immer ausgewählt, in einer Ahnenlinie etwas zu unterbrechen. Und das war ich in diesem Falle, das auch in die Heilung zu bringen und für mich wieder zurückzufinden, wer bin ich, ja, dass ich lieben kann. Das war so meine persönliche Aufgabe daraus, das zu lernen, die Liebe wieder bewusst werden zu lassen und daraus auch meine Lebensaufgabe, anderen Menschen zu begleiten. Und durch meine Nahtoderfahrung kam dann so meine Hauptaufgabe ins Leben, gegen die ich mich sehr, sehr lange gewehrt habe, nämlich die spirituelle Sterbebegleitung. Das Thema Tod. Denn das war für mich so meine größte Angst. Und deswegen habe ich auch, oder dafür habe ich auch diese Erfahrung machen dürfen, dass ich fast gestorben wäre, um meinen tiefsten Ängsten ins Gesicht zu sehen, ja. Dass man sich davor nicht fürchten muss, dass Sterben eigentlich schön ist. Sterben ist schön. Und das war dann so meine Erfahrung, okay, gut, es war so meine persönliche größte Angst in diesem Leben, Thema Tod, auch in meiner Familie. Das wurde ganz, ganz, also ja, als ganz was Furchtbares angesehen. Und das Schlimmste, was einem passieren kann, nur kommen wir kommt eh nicht mehr raus. Und meine Nahtoderfahrung hatte den Sinn dann dahinter, mich bewusst werden zu lassen, einmal für mich meine eigene Dunkelheit anzusehen und dann zu erkennen, hey, du kannst den anderen Menschen damit helfen. Ich kann der Seele helfen, rüberzukommen. Ich kann den Angehörigen helfen, Frieden zu finden. Und da bin ich jetzt. Ja, das machst du jetzt aktuell und das ist sehr, sehr großzügig. Und ich glaube, wir sind ja so ein bisschen ähnlich im Alter auch, dass unsere Elterngeneration, die sind ja auch traumatisiert gewesen, ja. Die sind irgendwie auch ein bisschen Gaga gewesen, so wie du auch Gaga warst und ich auch oft genug Gaga war. Also irgendwo nicht perfekt, ja, in unserem
denken, handeln, fühlen und leben. Und das muss man natürlich sehen. Und dass dann, wie du sagst, auch immer irgendwer mal daherkommt, irgendwann, der diesen gordischen Knoten durchschlägt und sagt, so, ich reiche das jetzt nicht noch eine Generation weiter an meine Kinder. Ich krieg mich jetzt zusammen, ja. Und insbesondere bei deinem Jüngsten jetzt gelingt dir das am meisten, ja, glaube ich. Und das ist also sehr wichtig, dass wir jetzt mit unseren eigenen Kindern anders umgehen. Und wir haben ja auch im Grunde nicht diese Art Traumata erlebt, ja. Und wir wollen jetzt auch irgendwie diese, weil wir das erkennen, anders machen. Das ist so wichtig. Wir ecken an, wenn wir glücklich sind, sagtest du. Ja. Also wenn wir uns, wir ecken an, wenn wir glücklich sind heute. Und man sieht dich ja auch, ja. Man sieht ja auch, du strahlst und der eine oder die andere fragt sich vielleicht auch, ja, wie ist denn das möglich? Sie spricht hier über diese Themen und hat immer mal so ein wirklich strahlendes Lächeln im Gesicht. Also wir ecken an, wenn wir glücklich sind und wenn wir uns selbst die Erlaubnis erteilen und dann unser Leben jetzt glücklich verläuft. Wie ist das, diese Erfahrung, die du machst, ja? Also für mich war ganz, ganz wichtig zu erkennen, dass ich eben alles bin, ja. Ich bin auch unglücklich. Ich war gestern auch wütend, ja, auf meine Mutter. Noch gar nicht so lange her, noch gar keinen Tag her. Ich war furchtbar wütend auf meine Mama. Und ich erlaube mir das dann, ja. Ich verstecke, ich verdränge meine Gefühle absolut nicht mehr. Die werden so zeitnah wie möglich gefühlt. Egal, welche Gefühle da sind. Und wenn man sich das wirklich erlaubt und auch die tiefen Gefühle anzusehen, sagen, hey, es ist in Ordnung, dich jetzt einfach mal zu hassen, meine liebe Mutter, mal für eine Stunde, dann kommt so dieses eigene Gefühl von, ich bin ja okay, ja. Es ist in Ordnung. Das bedeutet Menschsein und dafür sind wir hier. Wenn wir aufhören, unsere Gefühle zu verdrängen, und ja, da kommen Gefühle von unseren Ahnen daher, die nicht unsere sind, die dürfen wir dann auch einmal durchfließen lassen und gut sein lassen, ja. Aber wir dürfen alles sein. Und wir dürfen erstens einmal, ganz für mich ganz wichtig, wir müssen nicht perfekt sein. Denn niemand ist perfekt, ja. Und ich bestimme, was für mich glücklich sein bedeutet. Und ich trage keine Verantwortung für niemanden da draußen. Ich bin nicht verantwortlich für dein Glück. Ich bin nicht verantwortlich für irgendjemand anderes Glück. Das ist nicht meine Aufgabe. Denn wenn ich mein Glücklichsein verdränge und sage, ja, ich bin zwar glücklich, aber ich zeig's dir nicht, weil du bist ja unglücklich, dir geht's ja nicht so gut, du hast den Job verloren oder wie auch immer, dann nehme ich dir die Möglichkeit, deine Erfahrung selber auch zu machen. Ja? Wenn ich es dir abnehme zum Beispiel, ich nehme mich zurück, ja, gebe dir Raum, aber ich verwehre dir mein Gefühl von Glücklichsein. Und sobald ich für jemanden anders verantwortlich bin, und das fühlen wir uns sehr oft, wenn wir uns zurücknehmen, ich bin verantwortlich für dich, ich muss mich jetzt zurücknehmen, dann nehme ich dir aber die Möglichkeit zu wachsen. Und das ist nicht meine Aufgabe. Jeder darf durch seinen Prozess gehen. Und wenn ich glücklich bin, dann bin ich glücklich, weil es ist mein Glück. Und wir tun alle sehr viel fürs eigene Glücklichsein. Und es ist aber mit der Zeit erst gekommen. Das hat sich ganz von allein eingeschlichen, ohne dass ich dafür was tun musste, dass ich sage, ja, ich bin glücklich. Ich bin einfach glücklich, ja, und ich darf das. Ja, und das lebst du auch. Ja. Das erkennt man dann an dir auch. Und das find ich sehr schön. Ich habe die ähnliche Erfahrung gemacht, dass es wirklich im Grunde täglich auch eine Entscheidung ist, ich lasse mich runterziehen oder ich lasse mich nicht runterziehen und erhebe mich selbst, nicht über andere, aber über über den vermeintlichen Schmerz in mir. Und ich schubs mich an und wende mich in glücklichere, gedankliche, emotionale Richtung oder auch ganz praktisch in dem, was ich tue. Und das ist ein aktiver Prozess, glücklich zu sein. Das ist, wie du sagst, eine Entscheidung. Ja, ich habe auch für mich entschieden, mit welchen Menschen ich weiter reisen möchte. Wer darf oder mit wem möchte ich an meiner Seite sein? Welche negativen Menschen möchte ich nicht mehr bei mir haben? Und das ist so dieser Auslistungsprozess, von dem ich vorher auch gesprochen habe, die ist die Erde uns jetzt auch für uns sehr viel macht. Den dürfen wir alle selber machen. Was tut uns gut? Ja, wer tut uns gut? Tut uns die Arbeit noch gut? Oder warum gehe ich zur Arbeit? Erfüllt sie mich einigermaßen, oder gehe ich da noch hin? Und wenn ich da hingehe, nur um Geld zu verdienen, damit es mir ein erfülltes Leben schenken kann, außerhalb der Arbeit, ist es auch okay, ja. Aber mit diesen Scheuklappen durch die Welt zu gehen und nur zu funktionieren und nur zu machen und zu tun und nur im Außen zu suchen. Ich wurde absolut erzogen dazu, im Außen nach Glück zu suchen.
mich zu vergleichen, mit zu schauen, ja, was macht der oder wer kann mir sagen, was ich tun muss? Wer kann mir sagen, wer ich bin? Wer kann mir sagen, was mich glücklich macht? Das ist in unserem Zeitalter auch vom Internet ja sehr, sehr leicht möglich, dass wir sehr leicht manipuliert werden. Unsere Kinder ja schon, ja, dieses, das brauchst du, das musst du haben, das ist Luxus, ja, dieses gönn dir und das macht dich glücklich. Ja, es, ich habe es auch für mich erfahren, die 15. Handtasche hat mich jetzt nicht glücklich gemacht, als die 14. war so, ja, aber das durfte ich auch erfahren, ja. Und das wird uns ja auch so hochgehalten, ja, diesen, dieses System ja auch, dass wir draußen alles finden, damit wir glücklich werden. Und das stimmt nicht. Das ist eine der größten Lügen, die uns erzählt wird. Wir werden das Glück da draußen nicht finden. Absolut nicht, ja. Und besonders die Jüngsten unter uns, unsere Kinder, ja, deswegen habe ich mir eben den Kopf gefasst, die diesem Einfluss so ausgesetzt sind. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass du betont hast, dass wir also nicht für das Glück anderer verantwortlich sind, aber wir sind sehr wohl verantwortlich für unser eigenes Glück, wie wir uns fühlen, wie glücklich wir sind. Ja, und das ist unsere einzige Aufgabe hier, ja, zu schauen, was ist in mir los, ja, wie dick ist diese Kellertür, ja, und wird es dann doch vielleicht einmal Zeit zu schauen, machen wir sie mal auf, ja. Und es gibt ja auch heutzutage wunderbaren Menschen, die einem helfen können dabei. Das betone ich auch immer wieder, niemand muss das alleine machen, ja. Vor 20, 30 Jahren, 40 Jahren war das ja noch ganz was anderes, ja. Aber heutzutage gibt es ja, ist die Welt ja offener für jede Art von Hilfe, ja. Und es gibt Menschen, die einem da wunderbar durchhelfen können. Ja, es gibt auch so wunderbare Angebote auf YouTube, überall, so also wie deine Videos auch, die helfen mir auch. Ja, und das darf man schon auch dann auch machen. Ja, also tun müssen wir es ja dann auch wieder selber. Ja. Diese Entscheidung zu treffen, wie möchte ich mich fühlen und was ist in mir. Dazu gehört eben auch unumgänglich dazu, diese Kellertür aufzumachen. Darum kommen wir nicht drum herum und das Leben bringt uns dahin und zwar ziemlich erbarmungslos zur Zeit und das wird mehr werden. Das sehe ich, das fühle ich, dass es mehr werden wird, wenn je mehr wir uns weigern, diese Kellertür aufzumachen, wird uns das Leben dazu bringen. Auf jeden Fall. Ja, denn der Schmerz, das hattest du auch angedeutet, der will uns ja was zeigen, nicht? Ja. Er will uns zeigen, dass wir irgendwo dann doch in so einer Sackgasse gelandet sind, die Fahnenstange, das oberste Ende ist erreicht. Es geht nicht mehr höher, ja. So, und was jetzt? Ja, das ist so dieses Bewusstsein, was mir dann auch so einer der großen Gamechanger waren, war dieses Erkennen, ich bin kein Opfer. Ich bin kein Opfer ich war Opfer meiner Umstände, ja. Ich war Opfer meiner Eltern, ich war Opfer meiner Kindheit. Das Leben hat mich zum Opfer gemacht, ja. Aber ich entscheide eben am Ende dieser Fahnenstange oben, bleibe ich hier weiter das Opfer oder nicht. Und diese Entscheidung dürfen wir auch jeder für sich selber stellen, ja. Ich bin nicht Opfer meines Jobs, der mich unglücklich macht, bin ich nicht. Ich kann etwas tun, um da auszusteigen, ja, diese Macht zurückzuholen. Das ist gut. Das heißt, du warst mein Opfer, aber du bist dann irgendwann später gar kein Opfer mehr gewesen, hast dich aber immer noch wie ein Opfer gefühlt. Ja, das war so diese Zeit des Prozesses. Ich habe mich ganz, ganz lange mit meiner Kindheit identifiziert, schwieriges Wort. Ich war diese Michaela, die als Kind missbraucht wurde. Das war so mein Label, das ich mir selber aufgedrückt hatte. Und aus diesem Label heraus habe ich gelebt. Ja, dieses Label hat mich gelebt, ja. Die missbrauchte Michaela hat mich gelebt, ja. Diese missbrauchte Michaela war Ehefrau, Mutter, das war alles. Bis ich dann erkannt habe in mir, ja, ich bin die missbrauchte Michaela, ja. Ich bin dieses Opfer gewesen. Aber ich möchte nicht mehr dieses Opfer weiter sein, ja. Wir entscheiden selber, wollen wir den nächsten Tag auch so leben? Wollen wir den nächsten Tag gleich leben wie den letzten Tag? Wollen wir das weiter mitnehmen? Ja, wollen wir weiterleben? Und dieses Erkennen dann war für mich ganz, ganz wichtig. Ich habe es ja auch immer verdrängt. Ich bin ja kein Opfer. Ich bin ja die starke Michaela. Ich bin ja die, die alles schafft. Ja Gott, ich war ja super, super Woman, ne? Aber dieses Erkennen, ich bin Opfer. Ich bin Opfer. Und wir sind alle Opfer.
mehr oder weniger in gewissen Umständen, sind wir Opfer unseres Lebens gewesen, unserer Kindheit, unserer Eltern, der Schule. Ist ja ganz, ist ja auch so ein Thema, ne? Und das dürfen wir uns eingestehen. Wir sind Opfer und es ist okay. Aber wir entscheiden, ja, jeder für sich selber, möchte ich morgen weniger Opfer sein, wie ich heute bin? Und auch das ist ein Prozess, da auszusteigen. Das hört sich so an, als wie so ein Tag zum anderen geht. Nee, war bei mir nicht so. Auch das ist ein Prozess. Aber sobald wir uns entscheiden dafür, nee, morgen bin ich weniger Opfer wie heute, dann beginnt es ganz von allein. Dann beginnt dieser magische Prozess im Körper, in der Seele, in den Zellen. Dann geschieht's. Dann darf das Leben eingreifen. Ja, denn du hattest ja auch gesagt, es ist wirklich wörtlich, hast es gesagt, es ist sehr, sehr schwer, das Nicht-Gute loszulassen. Ja. Ja, das unterstreicht ja, was du gerade eben gesagt hast. Sehr schwer, das Nicht-Gute loszulassen. Das heißt, da muss erstmal so ein Punkt kommen, wo man sich entscheidet, ich will es auf jeden Fall loslassen, ich will kein Opfer mehr sein, ich will vor allen Dingen glücklich werden, ja. Ja. Ich will mir selbst sagen, da ist die Möglichkeit, dass ich nochmal glücklich bin und auch so lache wie du jetzt und so strahle. Und was kann man jetzt machen, um dahin zu kommen, Michaela? Ganz wichtig war für mich Ehrlichkeit zu mir selber. Dieses mit sich ganz alleine sein. Und das hat mir dieses Krankenhaus, diese 5 Tage dann geschenkt. Ich da gab es nur mehr mich, ja. Diese Ehrlichkeit, dieses wirklich bewusste auch, gerne auch aufschreiben, ja, wer bin ich, was ist mir widerfahren, ja, wie fühle ich mich und auch dieses Eingestehen, ja, ich habe eine ziemlich dicke Kellertür, ja, es wird Zeit, die aufzumachen, aber die allererste Entscheidung ist dieses Erkennen, hey, ich will so nicht mehr weitermachen, da muss sich was ändern und in meinem Fall kam diese Nahtoderfahrung in ganz, ganz vielen Situationen, kommt eine Krankheit oder ein Unfall oder irgendeine Trennung oder eine Kündigung oder wie auch immer, ja. Aber die Seele schreit in jedem von uns dieses, hey, steig da aus, änder was, komm dorthin, wo du, für was du gekommen bist. Und diesen Ruf zu hören. Und niemand muss wissen, wie es geht, denn das weiß an diesem Punkt niemand, ja. Du musst nicht wissen, wie es geht, das musst du nicht. Gar nicht. Du musst nur wissen, dass du es möchtest. Das Wie kommt ganz von alleine. Ganz, ganz von alleine. Und dann kommen plötzlich Menschen oder Bücher im Leben oder Artikel oder Interviews auf YouTube, wo man sagt, ach, das ist ja, das ist dieses Gesetz der Anziehung, ja. Wir müssen nicht wissen, wie. Ich nur diese Entscheidung zu treffen, ich will das, ich will etwas ändern. Und dann unterstützt uns das Leben, ja. Auf jeden Fall. Ja, ich habe da also tatsächlich in diese Richtung zu diesem Thema glücklich sein und habe ich ein Hörbuch produziert, das heißt Fühlen ist das Geheimnis. Fühlen tatsächlich ist das Geheimnis und das kann ich nur empfehlen. Und es geht, das habe ich jetzt bei dir auch herausgehört, es geht darum, erstmal einen initialen Gedanken festzusetzen in sich selbst und dann einfach zu sagen, so, jetzt fange ich an, jetzt gehe ich den ersten Schritt und dann folgt der nächste. Und du hast eben auch erwähnt, dass Einsamkeit wichtig dabei ist. Und Einsamkeit kann ein sehr großes Geschenk sein, hast du schon letztens gesagt. Mhm. Und das passt sehr gut. Kannst du diesen Zusammenhang jetzt herstellen? Ja, nachdem wir alle so geprägt sind, uns mit anderen zu vergleichen oder die anderen Meinungen der anderen ja so lernen, wichtig zu nehmen oder die Gesellschaftspolitik, die Ärzte, ja, so sind wir auch zum Großteil ja auch erzogen, ja. Unser Hausverstand wurde uns ja abtrainiert mit der Zeit, sage ich immer. Bringt es nichts, wenn ich diesen Prozess starte, die Nachbarin zu fragen, die vielleicht komplett auch in der gleichen festhängt, ne? Zu fragen, hey, ich fange da jetzt an, ne? Die wird sagen, das ist der größte Blödsinn. Also wie kannst du nur, ja? Denn wenn du zu einem unglücklichen, frustrierten Menschen hingehst und sagst, ja, und mir geht's halt so richtig gut und ich habe da jetzt angefangen, meine Kindheit aufzuarbeiten, ja? Und die ist aber an ihrem Punkt, wo sie steht und sagt, hey, nee, das ist größte Blödsinn, ja? Denn sie ist, du setzt ihr den Spiegel vor,
wo sie hineinschauen könnte, ah, ich könnte ja vielleicht auch einmal bei mir selber schauen, ja. Und da ja niemand hinsehen möchte, kann der gar nicht anders reagieren, wie mit, hey, das ist der größte Blödsinn, ja. Und am Anfang des Entwicklungsprozesses sind wir nochmal unsicher, ja. Es kann Vormittag okay sein, zum Mittag heulst du mal, Nachmittag bist du glücklich und am Abend sagst, nee, sicher nicht. Ich war auch mehr als einmal an dem Punkt, wo ich zu mir gesagt habe, ja, warum hast du überhaupt angefangen, ja. So lustig ist das Ganze nicht, ne. Wärst du nochmal ganz lieb geblieben in deiner Blase, ja. Und da ist es ganz, ganz hilfreich, wirklich am Anfang auch mal nicht darüber zu sprechen. Nur mit sich selber zu schauen, wer bin ich, wie fühle ich, und fühlen, wie du sagst, fühlen, ja, das muss sein, ja. Und fühlen kannst du ja nur mit dir alleine. Wer soll denn mit dir deine Gefühle teilen? Ja, wenn ich sage, hey, ich fühle mich heute nicht so gut oder ich fühle mich heute schwer, ja, du kannst, ist ja mein Gefühl, ja. Ja. Und das ist am Anfang, finde ich, es besonders wertvoll, wenn man nicht darüber spricht. Vielleicht wirklich auch nur gezielt mit Menschen, wo man weiß, die bauen einen auf oder die diesen einen Schritt wenigstens weiter sind, ja. Die schon etwas weiter sind, wie ich heute bin, ja. Die sind wunderbar, diese Menschen, wo man weiß, der pusht einen ein bisschen und der versteht einen und der erhebt einem, ja, mit solchen Menschen sprechen. Aber ansonsten rate ich, die Einsamkeit ist wunderbar. Am Anfang mal sich selber ein bisschen zu sortieren und fühlen zu lernen. Fühlen ist das Geheimnis. Ja. Besonders, wenn man das nie zugelassen hat. Und dann, ja, du warst mal die Konformisten, Michaela, die zu allem Ja und Amen gesagt hat. Ja? Ja, war ich, ja. Und sind das nicht heute die meisten Menschen, die konform immer mitgehen, alles abnicken, zu allem Ja und Amen sagen? Die in der Komfortzone bleiben. Und ich verstehe das absolut. Also absolut verstehe ich das, wenn man da mit dem Strom. Denn wir sind alles, sage ich, wir sind Rudeltiere. Wir wollen dazugehören, ja, zur Gemeinschaft. Ja. Und wenn den Großteil der Gemeinschaft in ihrer Komfortzone bleibt und vermeintlich in Sicherheit ist und vermeintlich glücklich ist, dann ist es sehr, sehr schwer, da aufzustehen aus meiner Komfortzone und zu sagen, hey, ich steige da jetzt aus, denn ich muss damit rechnen, dass ich ausgestoßen werde aus der Gemeinschaft. Und das auszuhalten, diese Ablehnung auszuhalten von, hey, was machst du für ein Blödsinn, das macht man nicht, das tut man nicht, ja, was soll die Nachbarin plötzlich sagen, ne? Was sagt der Chef dazu, das ist unfassbar schwer. Das erfordert einen großen, großen Mut, wenn ich den größten im Leben. Sich dem auszuliefern, der Möglichkeit, dass man ausgestoßen wird aus der Gesellschaft, die einem ja bis dato Sicherheit gegeben hat, ein Dazugehörigkeitsgefühl. Und unser Nervensystem ist so ausgelegt, dass wir in Harmonie sein wollen, dass wir uns angleichen wollen mit den anderen, um dieses Gefühl von ich bin hier zu Hause, ich bin hier sicher zu haben. Ob das jetzt gesund ist für uns weiterbringt, das ist unserem System in dieser Minute ziemlich egal, ja. Wir wollen dazugehören. Und das erfordert Mut, auszusteigen. Also die Angst davor, ausgestoßen zu werden aus der Gesellschaft, die einen erhält. Ja, und auch die Familie natürlich, ja. Das ist ja Teil davon, ja, besonders. Ja. Das ist ja die Kerngesellschaft, ja. Sozusagen, die uns umgibt, ja. Und dann kommen die anderen zentrischen Kreise, die das alle unterstützen, die uns doch aber eigentlich nur im Wesentlichen körperlich sozusagen erhalten, während wir innerlich weiterhin verfaulen, ja, seelisch. Ja, also wir vergeuden unsere Energie, wir vergeuden unsere Liebe, wir vergeuden unser Herz eigentlich, ja. Ja, unser Opfern, ja. Unsere Liebe einfach in die Welt zu bringen, na, und wirklich etwas Neues entstehen zu lassen. Wir sind doch hier, jede Generation sollte eigentlich hier sein, um die Welt zu verändern. Und etwas verbessern zu wollen. Also wir sagen immer so, das Schulsystem zum Beispiel ist nicht gut. Die Kinder sollen eine bessere Welt haben. Ja, ja, machen wir dann. Machen wir dann, ja. Und das kann nur jeder bei sich selber anfangen. Ja, jeder, die Welt besser zu machen, beginnt in jedem von uns. Und dafür müssen wir aus dieser Komfortzone aufstehen und rausgehen. Sonst wird das nicht geschehen.
Ja, ich würde hier gerne an der Stelle so einen kleinen Schwenk machen. Ach, aber wir bleiben im Grunde beim Thema. Weltenwandel, Bewusstseinswandel. Ja, also es geht also um das Globale, was stattfindet. Das ist nicht nur in Zentraleuropa jetzt Welt, sondern rings um den Globus. Ja. Überall wird gleichmäßig gut durchgedreht. Ja, das schaffen die Leute überall. Und das ist also ist ein globales Phänomen. Ja. Und wie gesagt, die Freundin sagte, wir werden einen Bewusstseinswandel jetzt als globale Gesellschaft hinlegen müssen. Und ich hatte das so verstanden, dass wir brauchen möglichst viele Individuen, die diesen Bewusstseinswandel in sich schon vollzogen haben, so dass dann wie so ein Quantensprung, wie so ein Qualitätssprung, dann auch das auf das Globale überspringt. Mhm. Ja. Leuchttürme, sage ich immer, ja. Ja, nur ja, genau. Kannst du als Mensch nur vorangehen, wenn du durch deine eigenen Dunkelheit durchgegangen bist, ja. Und das haben diese Menschen, die jetzt bewusster sind, die diesen Bewusstseinssprung, den nächsten schon gemacht haben, sind alle durch ihre Dunkelheit gegangen, sonst funktioniert's nicht, ja, als Ganz Mensch. Sicher, ja. Es geht nicht anders, also meiner Ansicht nach. Und deshalb können die jetzt so leuchten, weil sie sich erlauben, alles zu sein. Und auch alles sein können. Und auch die Dunkelheit, die Wut, den Hass in sich akzeptiert und auch zu leben, wenn es notwendig ist. Und auch zu fühlen, diese Möglichkeit, ich kann wählen. Ja, das sind diese bewussten Menschen, die sagen, okay, ich wähle bewusst. Ja, ich wähle bewusst, wie mein Weg weitergeht. Und die anderen auch dafür da sind, andere anzuzünden, ja. Aber die Menschen sind aufgestanden, ja. Die Leuchttürme sind von ihrer Komfortzone, von ihrer Couch aufgestanden und sind ausgetreten. Die haben das in Kauf genommen, ausgelacht zu werden, ja. Wurde ich auch. Ich habe als Schamanin begonnen, ja. Auch die Geisterbeschwörerin und kaufst sie dann Indianerkostüm und hast der Tippi schon im Garten. Redest du jetzt mit Gespenstern? Also ich habe das auch, ja. Also jeder, der jetzt als Leuchtturm auf der Erde steht, der hat das in Kauf genommen, ausgelacht, verstoßen zu werden, von der eigenen Familie, ausgelacht zu werden, ja. Und deshalb können sie jetzt leuchten, weil sie diesen Schritt gegangen sind und die darf man sich schon auch als Vorbild, sage ich jetzt einmal, auch nehmen, ja, dieses den Weg dahin als Vorbild zu nehmen, wie jeder Mensch da gegangen ist. Und ja, davon kommen Gott sei Dank immer mehr. Diese Leuchttürme, diese Vorbilder, diese leuchtende Wesen, die da durch sind. Ja? Ja. Und dafür sind ganz, ganz viele hier inkarniert zu dieser Zeit, um diesen Wandel bewusst zu unterstützen. Ja, und in diesem Sinne bitte ich also auch die regelmäßigen Zuschauer, meine Arbeit hier auf dem Kanal, der ich das ja regelmäßig, wöchentlich, über Jahre immer weiter voranschiebe, dass ich auch hier unterstützt werde, weil ich mache das ganz alleine. Ja, da ist kein Team, da ist kein irgendwie dickes Bankkonto oder irgendwas. Ich muss das ganz alleine machen, aber es ist wichtig, so wie du auch in deinem Leben dort, genau wie ich, eine Zündlerin bist, ja, eine Bewusstseinszündlerin, ja, im besten Sinne des Wortes, ein Leuchtfeuer anzündest und ja, ich verstehe das immer so, dass ich wirklich, wenn dann nur genug diesen Bewusstseinswandel innerlich vollziehen, Menschen, die vielleicht heute noch unglücklich sind, die dann aber sagen, okay, ich gehe in die Einsamkeit, ich mach die Kellertür auf, ich guck da rein, ich will nicht mehr unglücklich sein, ich habe ja nichts mehr zu verlieren sozusagen. Es ist wirklich nichts mehr da, ja, worauf wir hoffen können. Alle Hoffnung ist gegangen. Und jetzt will ich also in mir drin auch aufräumen. Ich will mich neu ausrichten. Und indem ich anders schwinge, indem ich mich anders verhalte, habe ich einen Einfluss auf diese ganz große Sache hier, in der wir drin stecken. Ja, ja. Unsere Energie, unser dein Herz, mein Herzensfeuer geht ins Universum. Ja, wir tragen. Jeder, der sich heilt, heilt niemals nur sich selber. Der heilt die ganze Welt mit. Ja. Und das ist schon auch unsere Verantwortung, ja, die wir da schon auch haben, meiner Meinung nach, die wir auch annehmen dürfen. Ja, hast du dazu noch nähere Gedanken, um das, denen, die das vielleicht, so wird gerne das Schlagwort esoterisch verwendet, um alles dann kaputt zu schlagen, was wir hier
gesagt haben. Aber kannst du denen, die das noch nicht ganz gut verstehen, ein bisschen näher erklären, was das bedeutet, wenn du dich änderst, wenn ich mich ändere, wenn sich Lieschen Müller und Max Mustermann verändern, dass das einen Einfluss auf das ganz große Bild hat? Ja, also es gibt ja mittlerweile wirklich wissenschaftliche Studien, die ich nicht jetzt bei der Hand habe, die das ja auch wissenschaftlich und messbar alles belegen. Also jemand, der sagt, das ist Energetik, Dinge, bla bla, da darf sich gerne diese wissenschaftlichen Studien heraussuchen. Aber man kann sich das ganz einfach vorstellen, wir sind Energie. Du bist Energie, ich bin Energie. Und wenn ich hoch in einer hochschwingenden, glücklichen Liebesenergie schwinge, ja, dann strahle ich das aus, weil Energie fließt. Unsichtbar und so, fließt die weiter, ja. Ja, die fließt einfach raus aus uns und die erreicht deinen Mann, deine Frau, wie auch immer, die Nachbarin, ja. Und die geht nicht nur bis zu einer gewissen Grenze. Energie ist endlos. So funktionieren wir. Energie ist endlos. Und dann diese endlose Energie geht ins Universum und trifft den in Amerika zum Beispiel. Ja, es geht in ein Feld, in das Energiefeld, das uns alle, in dem wir alle sind. Ja, wir sind ein einziges Energiefeld hier auf dieser Erde. Und wir können dazu beisteuern, wir können dieses Feld positiv mit hohen Schwingungen füttern und heilen. Und damit wird sich die ganze Welt heilen. Das ist so dieser Prozess, der jetzt stattfindet. Ja, das macht die Erde zum Beispiel. Ja, die Erde erhebt ihre Schwingung. Das ist auch alles wissenschaftlich, Schumann-Frequenzen, was ich sehe es mir nur an, ich merke es mir nicht, wie das alles heißt. Ja. Das ist wissenschaftlich belegt, dass die Schwingung der Erde sich erhöht. Ja, die Mutter Erde macht das jetzt genau, was wir auch machen dürfen. Die Schwingung erhöhen, um zu heilen, um eine neue Welt zu erfahren, und das ist pure Energie. Das ist kein ESO-Ding, das ist wir sind nur Energie. Wir sind nur Energie, die da schwingt. So wie auch niedrige Energie ihre Energie aussendet. Ja, also ich glaube, jeder kennt das, wenn du in einen Raum kommst, wo alle nur schlecht gelaunt sind, du wirst dich in ein paar Minuten genauso schlecht gelaunt fühlen und du wirst, ach Gott, heute bin ich schlecht drauf und plötzlich war doch noch gerade noch glücklich und plötzlich weiß nicht, passt es mir auch nicht mehr da. Ne? Das kennt doch jeder von uns. Und so funktioniert das im großen Stil eigentlich auch. Ja. Ja, ja. Also ich habe das auch verschiedene Male in anderen Interviews schon erwähnt, dass wir also lokal alle nicht wirklich voneinander getrennt sind. Dafür gab es jetzt vor wenigen Jahren den Nobelpreis in Physik, wo das nachgewiesen wurde, dass das eine zwar scheinbare und fühlbare Wirklichkeit ist, dass das aber nicht wirklich die Wirklichkeit ist. Ja. Dass da Michaela ist und dass hier Dominik ist und da sind die Zuschauer und weiß ich was. Wir sind alle miteinander verbunden, ja. Und weil das fühlt sich alles ganz fest an. Aber wenn man wirklich reinguckt, wenn man wirklich nachsieht, dann ist das alles nur noch schwingende energetische Felder, ja, die schneller oder langsamer schwingen. Aber da ist nichts, worauf man beißen könnte, ja, wie auf einen Goldtaler oder irgendwas. Das ist alles Illusionen, die unsere Wirklichkeit zwar wirklich erscheinen lässt, aber wenn man nachsieht, ist das nicht so. Mhm. Die Tatsache ist, es fließt Energie. Ja. Und die Energie bestimmt, wie du dich fühlst, oder du bestimmst deine Energie selber, wie du dich fühlst und wie du Einfluss nimmst auf die Welt. Und du nimmst Einfluss auf die Welt. Wir alle beeinflussen die Welt. Ja? Ich beeinflusse Menschen mit meiner Energie, du beeinflusst dein Umfeld mit deiner Energie. Das lässt sich auch nicht abstellen. Ja? Nur ich habe beschlossen, meine Energie für mich so zu fühlen, zu erleben, wie es mir gut tut. Ja? Und das ist eigentlich das große Geheimnis dahinter. Es ist nur Energie. Ja? Es ist nur für den Verstand so schwer zu ergreifen und zu begreifen und zu verstehen. Aber wir dürfen auch verstehen, dass es Dinge gibt auf dieser Erde, die wir nicht verstehen müssen. Und auch gar nicht verstehen können. Ja, weil das hier nicht so angelegt ist, dass wir das jetzt hier verstehen. Ja. Aber was wir verstehen müssen, ich habe dieses Hörbuch produziert, Zeit der Wunder, wo ich also einige 7 Nahtoderfahrungen ausgewählt habe, die auch sonst nicht hier veröffentlicht sind. Die bestehen nur dort, wo Menschen also tiefste Erfahrungen und Einsichten dann gewonnen haben, die da ganz, ganz tief drauf eingehen.
wie man dieses Leben lebt und was bestimmte Dinge bedeuten, ja. Also Schicksalsschläge, die wir direkt erfahren oder die wir indirekt erfahren, indem dann unsere Geliebten in irgendeiner Form betroffen sind und was das wirklich alles bedeutet und wie wir daraus lernen können, unser eigenes Leben besser zu führen. Und du hast das ja selbst auch mit deiner Geschichte hier angedeutet, ja. Und du hast also zum Beispiel auch gesagt, dass erinnere ich mich noch dran, das war ziemlich schön, dass du gesagt hast, dort unten in dieser Keller, in diesem Keller unter der versperrten Tür, da wartete also die kleine, verängstigte Michaela, um herausgeholt zu werden von dir. Ja. Und das passiert dann in diesem Moment, wenn die Kellertür aufmacht, wir treffen auf uns selber. Wir treffen nur auf unsere verletzte Seite. Und das wartet unten. Und wir müssen uns, das sage ich bewusst, wir müssen uns nach Hause holen. Wir müssen uns da rausholen. Ja? Wir müssen uns unsere Anteile nach Hause holen, um ganz wieder zu werden, ja, um glücklich zu werden, ja. Und nur was eben da in diesem Keller ist, ist nicht immer schön. Das ist klar. Das ist nun mal so. Ja, das sind Gefühle eben, die nicht immer schön sind. Aber wir sind ja alles. Und wir müssen aufhören, diese schlechten Gefühle zu verdrängen oder sie nicht wahrhaben zu wollen. Wir können die fühlen. Und dafür sind wir auch hier. Das ist unsere Aufgabe. Deswegen sind wir Mensch, ja. Ja, uns nach Hause holen. Ja. Und hält bei dir dieser Prozess immer noch an? Ja, es ist auch ein bewusster Prozess. Es gibt Tage, wo ich wirklich auch sage, nee, ich bleibe den ganzen Tag im Bett. Es gibt auch Tage, wo ich wirklich unglücklich bin, wo ich Krisen habe, wo ich weine, wo ich die ganze Welt und inklusive Gott einmal zusammenbrüllen möchte. Ja, es gibt schlechte Tage. Aber ich weiß mittlerweile, es ist nur ein Prozess. Ja. Ja. Wo ist denn der Unterschied zwischen den schlechten Tagen, die vor 4 Jahren stattgefunden haben, zu heute, wenn da mal ein schlechter Tag stattfindet? Ich gehe den bewusst durch, ja. Ich fühle den bewusst und sage, hallo, wie so ein alter Freund, was bringst du mir für ein Geschenk mit? Und es bringen die schlechten Tage immer Geschenke mit, weil auch ich hin und wieder vergesse, genauer hinzusehen, so im Trubel als Mutter oder als wie das Leben eben so spielt. Hm. Und dann kommen eben diese Tage und sagen, hey, du hast da diese Traurigkeit nicht gefühlt, ja, so wie gestern meine Mutter Geburtstag hatte, ja. Dieses, ja, könntest du wieder ein bisschen mehr mit ihr beschäftigen, mit ihr den nächsten Schritt der Vergebung gehen, ja. Und das bringen diese schlechten Tage mit. Wir dürfen die schlechten Tage nicht anders bewerten wie die guten Tage, ja. Es gibt im Bewusstsein, wenn man das bewusst macht, keinen Unterschied, ja, von dem Geschenk dahinter. Es ist die glücklichen Tage sind leichter, ja, weil es einfach, man lacht mehr, man sprudelt so, es ist einfach leichter. Aber ich bin auch an den nicht guten Tagen genauso glücklich, wie ich jetzt bin, ja. Das ist so dieses mein großes Geheimnis. Sie bringen ein Geschenk mit sich und sie gehen wieder vorbei. Ja, das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Ich habe das auf meinem eigenen Weg gelernt. Mir hat in meiner eigenen Dunkelheit, mir hat Meditation, dann das war der Durchbruch, das war das, wo ich mich eingekriegt habe, wo ich zu dieser Einsicht gekommen bin, die du auch jetzt gesagt hast. Da gehe ich durch jetzt. Ich weiß, das sind 1, 2, maximal 3 Tage. Das ist schon extrem lange. Dann weiß ich, also da ist jetzt der Rucksack ein bisschen schwerer, den ich innerlich fühle. Ja, und sage ich mir aber auch, okay, dann ist das jetzt so. Und ich bleibe auch glücklich, soweit es möglich ist. So wie du das auch sagst, ganz genau so. Ja. Und dann ist das auch tatsächlich so, das fällt nach einem Tag bis spätestens 3 Tagen, legt sich das wieder, ist das wieder weg und dann scheint die Sonne auch wieder stärker in mir. Ja. Und jetzt aktuell bei dir, der Prozess, was findet bei dir statt? Womit beschäftigst du dich? Weil wir sind ja, sehe ich bei dir, du bist also Mutter, du bist auch arbeitstätige Frau wahrscheinlich. Irgendwas beschäftigt dich ja immer. Wo führt deine Reise dich aktuell hin? Was beschäftigt dich? Ich habe im Februar zum Beispiel jetzt beschlossen, weniger zu arbeiten. Ich habe für mich mir die Zeit genommen und nehme sie mir auch noch immer mehr bewusst, zu sagen, nein, ich habe sehr viel gearbeitet die letzten 2 Jahre. Zu sagen, nein, diesen Weg möchte ich auch so nicht weitergehen, diesen doch Stress, was ein ausgebuchtes Leben mit sich bringt. Da ist etwas in mir, das fehlt noch, ja. Und ich habe mich dem Risiko ausgesetzt, durchgegangen bin mit Existenzängsten, mich auseinanderzusetzen, denn das Geld ist natürlich dann auch nicht in diesem Ausmaß da, wie es vorher da war, wenn man selbstständig ist, ja. Und ich habe
eh zur Zeit diesen Prozess des Annehmens, des Frauseins, des Gehaltenwerdens vom Mann, ja, dieses Vertrauen zu lernen, okay, ich kann mich halten lassen, ich muss nicht so stark sein, ja, vor allem auch, ich muss nicht alles alleine machen, ja. Und auch diesen Prozess durch mit einem 13-jährigen Teenager, das ja auch sehr spannendes Leben ist. Ja, nicht. Ja, meine Tochter ist 18. Oh, es wird besser. Es wird besser, ja. Aber ich kann mit dir fühlen. Ja, auch da diesen bewussten Prozess mit ihm durchzugehen. Was bringt das Leben für ihn, auch ihn da bewusst zu helfen, ja, auch sich mal anschreien zu lassen, mal anzicken zu lassen, herrlich, ja, das auszuhalten, das durchzugehen, ja, lieben zu lernen, eigentlich immer weiter ein Stück zu dem Michaela zu finden, wer bin ich wirklich, wer ist die Frau mit einem persönlichen Hormonwechsel, jetzt, dem ich einsteige in meinen nächsten Lebenszyklus, das ist jetzt so mein Prozess, ich werde immer mehr loslassen, es wird so, viele Dinge sind nicht mehr wichtig, die vor 2 Jahren noch so wichtig waren. Sie Was ist dir heute wichtig? Ich, absolut. Mein Frieden, meine Stabilität in mir, ja, die geht vor allem geht die vor, ja. Und auch meine Familie, das durfte ich auch lernen, dass Familie wichtig ist, ja, dass die Gefühle für die Familie gut sind, ja, wichtig sind, dass ich die haben darf, ja. Auch die ganzen Ängste drumherum um die Kinder haben darf, so diese Versöhnung mit meiner Vergangenheit. Ja, das ist ein Weg, ja, den ich gehe. Schön, dass du gesagt hast, dass dir, als ich fragte, was ist dir wichtig, das zweite Wort war Stabilität. Ja, das passt, ja, passt absolut zu all dem, was du heute gesagt hast. Ja. Und Michaela, gibt es irgendwas, was du sonst noch irgendwie den Zuschauern mitgeben möchtest oder teilen möchtest über deine Arbeit und zukünftige Projekte und was es sonst noch gibt? Ja, meine Arbeit ist wirklich so, wo mein Herz immer weitergeht, die spirituelle Sterbebegleitung, diese Angst zu nehmen, vor dem Tod aufarbeiten, wenn jemand geht, also noch selber die Aufarbeitung zu machen oder die Angehörigen zu unterstützen, Trauerunterstützung auf der spirituellen Ebene. So geht so mein Herz auf, ja, das ist so mein, es sind da noch einige Projekte geplant und ansonsten bin ich da für jeden, der Unterstützung braucht, in jeglichen Lebensthemen, ja, ihn auf dem Herzensweg zu bringen. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du wieder aus dem Nähkästchen deines Leidens geplaudert hast, aber das ist ja dann auch im Grunde ein Happy End jetzt so geworden, ja. Zum Glück, ja. War zwar viel Leiden. Und ich würde sagen, wie bei den meisten von uns, ja. Viel Leiden, oder wenn nicht alle. Ich würde sagen, alle von uns, ja. Die zusehen, da wo viel Leid im Leben dabei gewesen ist, vielleicht heute noch ist. Und vielen lieben Dank dafür, dass du also dein Herz uns gegenüber wirklich geöffnet hast, so dass wir davon uns, inspiriert fühlen dürfen. Vielen lieben Dank. Ich danke dir für die Einladung und für die Möglichkeit. Ja. Ja, und wir, liebe Zuschauer, wir sind wieder einmal hier am Ende des Interviews angelangt. Schaltet jede Woche wieder ein, immer mittwochs, immer samstags, 21.30 Uhr. Unterstützt meine Arbeit, wie euch das möglich ist. Kleinere Beträge helfen auch. Ich glaube, das Beste wäre für all die, die interessiert sind, zu helfen, sich die Hörbücher zuzulegen, weil ich nicht nur dabei empfange, sondern gleichzeitig noch mehr zurückgeben kann. Vielleicht das meiste, was überhaupt möglich ist, weil ich diese Projekte, also wirklich diese Hörbuchprojekte, ausgewählt habe. Und ich arbeite also aktuell auch an einem, das wird noch ein ganzes Weilchen dauern. Ich hoffe, ich habe das zu Weihnachten fertig, wo es um das Thema Beten geht, wo es um die Kommunikation mit dem Höchsten geht. Und wo ich hoffe, dass ich dadurch also wirklich diese aktuelle Zeit dabei helfe, die auch wirklich für euch hilfreich zu begleiten und euch das in die Hände gebe. Vielen lieben Dank. Ich danke dir. Trag die Liebe in die Welt hinaus, lass sie strahlen ohne Rast und Pause. Mit jedem Schritt, den du gehst, wird die Welt ein Stückchen besser, alles steht.